Moin moin Leute, willkommen zu der allerersten Folge. Ja, Karrieremodus mit ersten Villa. Ja, ersten Villa habe ich von meinen Arbeitskollegen bekommen. So, er wollte, dass wir in der ersten Villa Karriere machen. Machen wir auch. Ich sag mal so, ersten Villa ist ein geiler Verein. Auf jeden Fall. Und wir sehen ja hier auch die Stamm aus 1874 oder vielleicht sogar viel eher 1874 versammelte sich Mitglieder des Villa Cruz Wesleyan Chapel Quay Teams an einer Straßenlaterne. Nee, Lateme. Ah ja, okay. Bei dieser Versammlung wurde Aston Villa gegründet. Der Verein konnte 7 Meisterschaften und 7 Landespokale erringen. Aston Villa gelang es 1897 durch den Gewinn des First Division und des FA Cups als zweitem Club das Double zu holen. 1928 gewann man die UEFA Champions League durch einen Finalsieg gegen die Bayern Rotterdam. Let's go! Sogar in Bayern gewonnen. Und ja, mit erst wieder starten wir auch rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. So Leute, da sind wir. Und wir können es machen, Taktikkonzept festlegen oder später. Machen wir später. So, auf jeden Fall, erstes Spiel ist ge direkt gegen Newcastle. Okay, Transferfenster und so haben wir erstmal ausgemacht. Weil für die Hinrunde ist es ja auch gut. Den können wir auf jeden Fall schon mal hochholen. So wie ihn hier. Den Rest können wir erstmal warten. Und ja, auf jeden Fall Eric Sanchez. Man könnte sich halt jetzt schon freie Spieler holen oder so, machen wir aber nicht. Sondern wir wollen erstmal mit dieses Team hier reinstarten. Wir haben Diaby. Martinez. Wir haben Bailey. Das ist die Frage. Ich hätte ja Bailey erstmal von Anfang an spielen lassen. Diogo. Es war besser als Dings, aber macht an sich gar nichts. Buen. Die habe ich auch noch. Also schon mal einen stabilen Kader. So. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu ein paar Fakten von Aston Villa. Also hatten wir eigentlich schon gehabt. Aber Aston Villa ist zurzeit auf dem 5. Tabellenplatz von der Premier League. Also läuft ganz gut für die. Sogar. Ah, wo sind sie jetzt? Konnte sogar das. Ja. Ich wollte gerade sagen, man konnte auch das Conference League Finale gewinnen, aber nee, noch nicht. Aber naja, so Saisonvorbereitung. Ich denke mal, wir werden noch ein Einladungsturnier bekommen. So ist es. Das werden wir aber halt auch annehmen. Nur mal für gut Geld und so. Nehmen wir es gerne mit. Hier werden wir auf jeden Fall in Deutschland, wollen wir aber nicht.
so, ich weiß nicht, wir könnten halt auch Vorbereitungsturnier spielen, aber machen wir in diesem Fall gar nicht. Und ich war viel zu schnell. Ah, nee, doch nicht. Wir kommen nochmal zurück. Vorbericht. Können wir auch kurz reinschauen. Im Endeffekt ist es eh egal. Ne, wir müssen auch doch auf Anschluss gehen. Dann auf Schnellsimulation. Aber wir müssen erstmal unsere Taktikansichten hier machen. Ah nein, oh, das war lost. Okay. Wir hatten kurzen Fehler gemacht. Jetzt sitzen wir hier auf der Bank, aber ändern wir wieder, indem wir bis zu Ende simulieren und spielen unentschieden gegen Juve. Schießt, na, Douglas Luiz verschießt noch einen Elfmeter. Wir hätten es auch gewinnen können. Vielleicht sogar müssen. Wenn man diesen da reingemacht hatte. Nächster Gegner ist Dortmund, die verloren haben. Ja, Dortmund. Mal schauen, Aston Villa Dortmund. Wir gewinnen knapp. Aber souverän. Das ist sehr schön. Das letzte Spiel ist gegen Napoli. Ne, gegen Lazio Rom. Also hatten wir eigentlich nochmal eine leichte Gruppe erwischt hier. So, Vorbericht, das ist egal. Gehen wir direkt so rein. Und verlieren. Schade. Vorbereitungsturnier waren okay. Ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden kann man mitnehmen. Und die Jugendspieler werden nicht besser, sondern sieht aus, dass sie schlechter werden. Das ist nicht gut. Und ja, Leute, dann quatschen wir nicht lange mehr. Und dann sehen wir uns im ersten Spiel wieder. So, Leute, und da sind wir in Newcastle angekommen. Direkt mal. Eine sehr schöne Partie in Newcastle gegen Aston Villa. Vereinshymne ist auch dabei. Das ist sehr stark. Wolfuß und Frank Buschmann sind zwar die Kommentator, aber heute sind wir hier die Kommentator. Wir werden euch mitnehmen für diese Partie. Und wollen zeigen, was wir können mit Aston Villa. Wir wollen hier die ersten 3 Punkte einfahren in Newcastle. Newcastle jetzt eigentlich auch keine schwache Mannschaft, muss man auch wirklich aufpassen. Sind auch zurzeit nur Siebter auf der Tabelle, also da läuft die Saison auch gut. Haben halt jetzt noch Paris und Manchester United vor sich in der Champions League. Haben die letzten 2 Spiele verloren gegen Dortmund und gegen Bournemouth. Aber dafür halt vor Dortmund gegen Dings gewonnen. Gegen Arsenal London. Und bei Aston Villa sieht es halt komplett anders auch raus. Aber erstmal die erste Chance für uns. Aber Pope ist da. Aber vielleicht hätte man hier die Trikots ändern sollen. Aston Villa dafür in der Conference League. Es sind halt auch noch nicht zu 100% durch da. Aufpassen, starke Parade. Haben jetzt halt noch Warschau und Monster vor sich in der Conference League. Haben halt auch die letzten 2 Spiele verloren. Ja, beziehungsweise nicht verloren, sondern
gewonnen. Gegen Alkmaar in der Conference League mit 2-1 und gegen Fulham 3-1. Und vor der Conference League haben sie gegen Nottingham 2-0 leider verloren. Ja. Auf jeden Fall. Oh, aufpassen da mal. Newcastle macht einen sehr guten Antritt. Sehr starkes Dribbling. Wir sind da. Haben stark aufgepasst. Oh, die kommt gut. Die kommt sowas von gut. Komme ich da vorbei? Ich komme vorbei, aber keiner ist in der Mitte. Aber wir holen uns erstmal die Ecke hier raus. Oh, nicht so weit. Und die kommt gut, oder? Ja. Nicht wirklich, aber zweiter Pfosten. Ja. Na, zweiter Pfosten sag ich schon. Außer zweiten Reihe probieren wir es denn. Aber Pope ist ein guter Keeper da hinten dran. Deswegen ziemlich schwer da auch mal drauf zu gehen. Martinez ist da und da steht's 1-0. 1-0 Newcastle. Das ist ärgerlich. Gordon macht's auch noch. Ach nee. Wie bitter ist das denn? Starke Parade. Aber wir laden sie trotzdem ein. Kann nicht wahr sein. Somit rennen wir am ersten Spieltag direkt mal einen Rückstand hinterher. Ja, es ist. Ja, kann man eigentlich vielleicht auch pfeifen, aber egal, weiter geht's und Punkt wieder mit der starken Parade. Ah, ist das ärgerlich. Jetzt aber. Oh, die kommt. Zweiter Pfosten. Zweiten Reihe und jetzt aber. Nee. Das kann nicht wahr sein. Wir finden noch nicht so wirklich ein Mittel, wie wir einen Pope bezwingen können. Nicht mal Ecken helfen hier. Vielleicht etwa. Flanke kommt gut, aber ja, Mitte ist halt einer von denen. Aber nächste Chance. Pope ist wieder zur Stelle. Ecke. Nehme ich mit. Ah, wir scheitern echt am Pope. Da sehen wir es nochmal. Ärgerlich. Jetzt aber. Kommt wieder gut. Wieder. Die kommt gut. Aber was macht er denn? Was macht er denn? Das kann doch nicht wahr sein. Er köpft ihn einfach wieder in die Mitte. Ey. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan gewesen, dass er da wieder in die Mitte köpft. Nee, kein Abseits. Kein Abseits. Und da ist die Chance. Und wieder ist Pop da. Wieder scheitern wir am Pop. Ey, was ist das? Nächste Chance. Die kommt besser, aber da ist halt keiner. Jetzt können wir vielleicht ausgekontert werden. Jetzt können wir echt ausgekontert werden. Alter, er macht Durchmarsch. Aber stark Grätsche da. Wirklich sehr starke Grätsche da. Und mit dem Rückstand gehen wir in die Halbzeit und sehen uns gleich wieder. Der zweite Abschnitt beginnt. Und Newcastle liegt hier unverdient vorne. Wir brauchen weitere Chancen. Vielleicht geht ja irgendwann mal eine rein. Vielleicht bezwingen wir ja Pope hier. Aber bis jetzt sieht es danach nicht aus. Newcastle hatten Man of the Match. Ganz klar. Und das ist Pope.
Aufpassen da. Bin ich da? Nee, leider nicht. Aber jetzt bin ich weg. Und was ist das für ein Pass? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist direkt die Chance. Ey, das wäre sowas von unverdient gewesen, wenn sie den jetzt reingemacht hätten, ne? Jetzt aber. Bailey. Bailey, was mache ich? Bailey, Schuss, aber ist halt noch ein Mann am Start von denen. Oh ne. Das ist viel zu einfach. Wirklich viel zu einfach. Alter, stark. Oh, starke. Sehr starker Ball. Der muss aber rein. Der muss rein. Und der geht rein. Aber auch nur mit ganz viel Glück. Aber auch nur mit ganz viel Glück. Pfosten rein. Buendi. Kommt für Leon Bailey. Jetzt wollte der Pfosten noch was dagegen haben. Aber nichts da. 1-1 und wieder ist alles auf Null hier. Oh nee. Das kann nicht wahr sein. Stark. Ach, Schiri, war nix. Mara geht für Tielemans. Ah, eine Mauer. Eine Mauer reicht da. Ein Mann. Boah, Martinez, Jungs. Martinez. Sehr stark. Vielleicht. Let's go. Ey, das ist die Methode hier. Das ist wirklich die Methode. Und da ist die Latte. Die Latte hat diesmal was dagegen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das Tor ist da hinten zugemauert, oder was? Wir hatten echt nur einmal Glück mit diesem Pfostentor. Ja. Martinez starke Parade. Nächste Chance. Da ist die Chance. Und da ist wieder Pop. Da ist wieder Pop. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. So, weiter geht's hier. So, Leute. Ah, wohin die? Flanke. Ah, Pop ist da. Kann nicht wahr sein. Aufpassen da. Oh, Newcastle kommt noch mal. Aber wir sind da. Ein Move. Oh, ich hätte das mal ruhig spielen hier. Das war's echt. Wir trennen uns echt eventuell unentschieden gegen Newcastle. Aber auch nur eventuell. Oder auch nicht. Wir fehlen die Worte. So unverdient. Wir verlieren echt gegen Newcastle. Durch Isak. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oder? Oder? Es gibt noch mal eine Ecke. Es gibt noch mal eine Ecke. Aber die muss auch reingehen jetzt. Pope ist wieder da. Die muss jetzt wirklich rein, ne? Das ist wirklich jetzt die allerletzte Chance. Wirklich die allerletzte. Da ist sie. Und das war's. Und wir verlieren gegen Newcastle, Leute. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder.
Und nächster Gegner ist Everton. Ja, was soll ich sagen? Es ist bitter, ne? Bitter gelaufen für uns. In der 90. diesen Gegentreffer von Newcastle noch zu kriegen. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und.